Hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Scrub Mechanics. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euch gesagt, und wir legen auch gleich los. Und zwar heute, meine Freunde, sind wir ja in so einer Art kleine Mini-Stadt. Das sind mehrere Kreationen von mehreren Zuschauern. Und ich habe das einfach ein bisschen so zusammengestellt, ein bisschen hier mit Treppen und so gemacht, damit das einfach ein bisschen so stimmiger wirkt. Und das sind alle Gebäude, die ich dieses Jahr noch fertig machen möchte, die ich euch noch vorstellen möchte. Und wir gehen einfach mal durch. Und zwar haben wir ein explosives Labyrinth von Seer. Das steht da hinten, das zeige ich euch dann nachher. Das machen wir dann zum Schluss. Dann haben wir den Big Wheel von Nico Play. Das moderne Haus von Black Enderman. Was mich jetzt ein bisschen wundert, ist das Dach. Komisch. Schauen wir mal. Dann haben wir das Voice Studio 1.1 von Junast. Junast. Was haben wir noch? Warte. Die Polizeistation von Hallo Justin. Und eins, glaube ich, war es noch. Schauen wir mal, ob ich das finde. Hier, genau. Die Bank von Super. Irgendwie so. Eine Bank. Okay. So, ja, warte mal. Machen wir mal hier frei. Das brauchen wir jetzt nicht. Genau, also das hier ist die Polizeiwache. Das ist das moderne Haus, wo das Dach fehlt. Ich weiß nicht warum, aber das werden wir vielleicht noch erfahren. Dann haben wir das Voice Studio. Die Bank. Hier haben wir... Ach, der Breakdancer noch. Der Breakdancer. Hier, The Breakdancer, ach, auch von Super. Das ist ja super, dass das hier gleich nebeneinander steht. Dann haben wir den Free Big Wheel. Das finde ich richtig cool, hier mit den fetten Reifen. Aber das schauen wir uns gleich an. Und das explosive Labyrinth von Setter. So, okay, dann legen wir los. Fangen wir einfach mit der Polizeistation an. Gehen wir mal rein. Hallo, ich hab da was. Ich hab gehört, dass bei Big Wheel das gar keine echten Reifen sind. Was? Ja, echt, das meine ich ernst. Vielleicht sollten wir da mal nachgucken. Was ist das? Ist das eine Hundehütte? Okay, na gut. Okay, wir kommen gleich. Gut, so, machen wir mal auf. Da kann man reingehen und dann bla 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 bla. Der ist auch aus Stahl, sehr gut. Der muss ja gesichert sein, falls man überfällt. Mir fehlt noch eine Zwischentür eigentlich, ne? So ein bisschen. Meistens haben die da so eine Zwischentür, damit Zivilisten eben nicht da hinten hinkommen. Mal schauen wir mal. Mal hier Besprechungszimmer. Hier wahrscheinlich auch, genau. Grüß Gott! Besonderer Fall. Was haben wir hier? Bestimmt die Technik, oder? Schön, der Technikraum oder die Treppe. Sehr, sehr, sehr schön. Der Klassiker. Die Treppe ist auch schön. Finde ich cool mit dem Geländer. Was haben wir hier? Kleines Kackhaus. Oh ja, geil. Mit gespiegelten Scheiben. Hier so. Hier wird man verhört. Ah, geil. Ja, und dann hier von. Das ist auch cool, ne? Von der Seite sehen wir eigentlich ziemlich gut durch. Aber von der Seite sehen wir nicht so gut durch. Cool. Schön. Sind wir hier? Oh, das sind die Zellen, oder? Oh ja, das sind die Zellen. Oh, die haben aber schöne Zellen hier. Mit schwedischen Gardinen. Oh ja, hier, noch mehr. Zack. Und hier, zack. Ah, schön. Ein bisschen alles eng, ja. Also ein bisschen eng alles. Was haben wir hier? Hier ist bestimmt das schwarze Loch. Ah, ne, hier ist auch so. Vielleicht so ein Zimmer, wo Angehörige sich mit Verbrechern treffen können. Schön, ja, eine schöne Polizeiwache, Hallo Justin, hat mir sehr gut gefallen. Schön, Polizei, cool. So, dann kommen wir zum modernen Haus. Spontan würde ich ja jetzt hier mal behaupten, dass hier einiges fehlt, irgendwie. Was ist das? Oh. Viel Technik. Was haben wir hier? Ich habe keine Ahnung, wie man da reinkommt.
Ich habe jetzt die Knöpfe gedrückt, aber die Türen gehen nicht auf. Komm hier. Warte mal. Hä? Ah, okay. Das ist mit Schiebetür. Vielleicht klemmt sie auch nur einfach. Nee. Schauen wir mal. Also weil wir drücken hier den Knopf, der geht dann hier so dahin und dann irgendwie dahin und dann dahin und wahrscheinlich ist da irgendeine Alarmanlage oder irgendwas drin. Kommen wir da so durch? Nee, ne? Dafür sind wir zu fett. Porten wir uns mal so rein und schauen mal, ob wir das herausfinden. Tür. Ah, die ist hier verriegelt. Das ist aber ein bisschen ungünstig, wenn man von draußen reinkommen will und man muss von innen irgendwie was aktivieren. Was ist das? Oh, das liegt hier einfach so rum. Wie geht denn das denn? Feuer. Ha, wie geil. Okay. Alarm. Aha, Lift. Ah, das ist hier außen, der Lift. Okay. Was haben wir hier? Nottür. Schauen wir mal, draußen ist jetzt ein Lift. Also ich habe schon gesehen, dass der... Ah, da ist ja auch hier ein Knopf, schau her. Oh, das muss doch nicht so langsam gehen. Zack und zu. Guck mal nach oben. Hier liegen auch Teile rum. Also spontan würde ich sagen, hier fehlt irgendwie was. Irgendwas ist da verloren gegangen. Was? Weiß kein Mensch? Hm. Aber ansonsten eigentlich ein recht hübsches Haus. So, dann gehen wir zu Voice. Ich vermute mal, das soll das Voice-Studio von... Also von der Fernsehsendung The Voice sein. Wer guckt die von euch? Würde mich mal interessieren, wer von euch guckt The Voice? Manchmal gucke ich mir das auch an. Beziehungsweise Xenon schaut sich das an und ich schaue es halt dann so ein bisschen mit. Ach, klasse. Wieso sitzen die so? Ach so. Das Karton kann gedreht werden. Boah, das ist schon gut gemacht. Okay. Ah, sowas mag ich nicht, wenn sowas so voll langsam ist. Leute. Mich geht das doch auch nicht so langsam. Okay. So, da ist Exit, genau. Okay, hier kommt man auf die Bühne, oder? Ja, die fette Metalltür, jawohl, und dann... Und hier ist Xarok, der nicht singen kann. Okay, was ist das? Hm. Ach, das ist... Da steht Exit wahrscheinlich. Soll der eigentlich die Nottüren sozusagen öffnen. Okay, was haben wir hier? Ah, für Beleuchtung. Cool. Ah, jetzt sind die auch hier schräg, die Sitze. Boah, das ist schon geil gemacht. La la la, alle meine Ärzte schwimmen auf dem See. Apropos, das passt ja super. Wir haben heute jemanden, der auch Geburtstag hat. Warte mal. Und zwar der, Popkassid. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Popkassid, Happy Birthday to you. Woohoo! So, und natürlich würden jetzt alle... Alle klicken. Klare Sache. Oh mein Gott, ich fühle mich so gerührt. Dankeschön. Oh, danke. Danke. So. Was? Das ist ja alles zu. Wieso ist es hier zu? Oh, das geht ja mal nicht.
immer noch zu. Okay, Leute, wir müssen das Gebäude verlassen, denn es gibt keinen Ausgang mehr. Alle hier mir nach. Mit der Kopf durch die Wand. So, ja, sehr schön. Cool. Cool, coole Idee. Gefällt mir. So, dann haben wir hier eine wundervolle Bank. Mhm. Oh, die sind ein bisschen hoch, finde ich, die Gitter. Da komme ich mir vor, als wäre ich ein Baby und ich wäre jetzt im Babygitter gefangen. Was haben wir hier? Ist das das Tresor? Ist das der Tresor? Schau mal, gehen wir mal rein. Ah, okay. Muss erstmal hier hinten. Ha, wie geil. Der Laden wird geschlossen. Wegen einem Überfall. Polizei! Polizei! Na, Bankraub. Ich gehe wieder rein, ja? Bankraub. Was ist mit der Tür? Hä? Ich bin drin, ne? Okay, war ein Fehlalarm. So. Oh, das ist mein Tresor. Ach, cool. Was mein Tresor verwendet. Vielleicht kennen den manche noch. Man musste da... Das ist schon uralt. Ich glaube, das ist auch schon wieder 2 Jahre her oder so. Musste man einen Code auswählen. Der hat ihn jetzt hier so vormarkiert. Das ist das, was man braucht, um die Tür komplett zu öffnen. Und dann kann man hier klick-klack aufmachen. Und zack, kann man reingehen. Wir legen die Taler, die Goldbachen. Genau, dann kann man hier die dazu machen. So. Genau, also im Prinzip die unterste Reihe ist für Schritt 1 und die oberste Reihe, also wenn ich jetzt hier so mache, das geht nicht, ne? Es muss, das hier muss definitiv aus sein. Oder wenn ich jetzt hier den hier, dann geht's auch nicht. Also da muss perfekt stimmen. Klick, klack, und dann kann man hier drücken. Wenn das jetzt nicht stimmt, dann ist der hier und dann geht's auch nicht. So, zack und auf. Kann ja mal... Ich würde gerne euch mal von innen zeigen. Und zwar ist hier tatsächlich auch ein Verriegelungsmechanismus drin. Und wir können uns auf den Sitz setzen und dann hier... So. Na, und jetzt mal hier die 2. Da geht dann auch wirklich tatsächlich hier so Riegel davor, die dann verhindern, dass man da theoretisch gesehen aufmachen kann. Voll cool. Ja, schön, dass mein Tresor heute sogar noch Verwendung bekommt. Klasse. Dankeschön. Wer war die Tresor? Warte mal. Also die Bank. Da. Genau. Hier ist die Bank mit Xaus-Tresor. Ich habe da kurz wenn ihr einen Alarm auslöst, mal, bis die Tür geschlossen ist und die Verriegelung einschalten. Und dies ist lagfrei. Viel Spaß. Ja, schön. Cool. Freut mich. Finde ich immer toll, wenn jemand meine Kreation nochmal verwendet. Oder verwenden kann irgendwo. So. Ja, also hier ist ne, der Dings. Breakdancer. Ist das Exit? Das ist wahrscheinlich Exit. Dann ist hier Eingang, oder? Wie komme ich da rein? Vielleicht muss ich aufmachen. Nee. Oh, ich komme mal hier wieder raus. Ah, so, okay. Wie komme ich jetzt hier rein? Ach so, das ist das Kassenhäuschen und hier ist das Häuschen, um das Ding zu starten. Hey, wie kommt man hier jetzt rein? Ich habe schon gesehen, da ist ein Knopf, aber... Ein bisschen ungünstig, wenn man... So, okay, da geht auf, okay. Und dann machen wir hier wahrscheinlich... Das sind aber viele Knöpfe. Was machen wir damit? Ah, die Bügel, okay. Dann haben wir hier. Dort fängt er sich an zu drehen. Ah, da kann ich die einzelnen Sitze. Wow! Was macht der Knopf? Oh.
Obwohl, der ist aber ein bisschen langsam, oder? Aber das sind für die Sitze. Okay. Prinzipiell schon mal nicht so schlecht. Ja, man sieht, ne, dass er das... Das könnte sein erstes Fahrgeschäft sein. Das sieht man. Also, du brauchst auf jeden Fall mehr Geschwindigkeit. Das ist viel zu langsam. Also, Option 1. Du verstärkst das Ganze mit Thrustern, ne? Also, dass du Thruster hier irgendwo hinmacht, damit das ein bisschen geschoben wird, weil Benzinmotor schafft halt nicht so viel Gewicht zu bewegen. Vor allem nicht, wenn Platte auf Platte liegt. Dann, was gut wäre, wäre, dass man nicht hier jeden Wagen einzeln drehen muss, sondern dass da ein Schalter ist und dass sich dann dauerhaft dreht oder so. Weil so kann ich ja immer nur einen Wagen auf einmal drehen lassen. Das ist ein bisschen schade. Und ich muss vor allem die ganze Zeit gedrückt halten. Das ist halt irgendwie nicht so schön. Da müsstest du vielleicht auch mal gucken, dass du da vielleicht dann das per Switch machst und nicht per Button. Und genau. Und vielleicht, dass sich das nicht so schnell dreht. Aber ansonsten, witzige Kreation auf jeden Fall. So, dann kommen wir zu der Reveal. Big Wheel. Das ist der Big Wheel mit dem falschen Reifen. Nee, das ist ja mal wirklich eine geile Idee, mit Reifen das zu machen. Also, das finde ich... Oh, die Stangen sind auch schön. Mhm. Also doch, das gefällt mir schon mal ganz gut. Das ist ja wirklich schön. Das sind ein paar Sachen, die man so noch nicht so oft gesehen hat, ne? Die sehr kreativ sind. Sind wir hier? Technik wahrscheinlich. Ah, hier geht dann die Tür auf. Okay. Ah, hier kann ich schaukeln. Da kann ich es drehen an meinem Bohr. Geil. Was ist das? Das klingt nach Licht. Ah, hier. Big Grill. Oh! Eben am Anfang ging das hier nicht mit an. Komisch, warum auch immer. Jetzt geht's auf jeden Fall. So, was haben wir noch? Ah. Okay, ja, schön. Also, sehr cool gemacht. Was ist das? Ah. So, haben wir einen Sitz hier, mit dem... Ah, sehr schön, okay. Ich mache erstmal das Drehen aus. Ich will erstmal schaukeln. Hui! Kriegen wir einen Überschlag hin? Hui! Hui! Ich glaube, müsste gehen. Hui! Und. Haha! So. Und. Team Volleyball! Und weiter geht's! Oh! Und nochmal. Ui, oh, alter Schwede. Oh. Klasse. Nee, cool gemacht. Schön. Ja, er hat etwas geschafft, was wir nicht geschafft haben. Einen vernünftigen Schiffschaukel, Topspin oder was auch immer zu bauen. Obwohl, uns ist das eigentlich auch nicht schlecht geworden. Wir haben nur einfach zu viel mit Zeit verschwendet mit Dingen, mit nicht essentiellen Dingen. Aber das hier ist ziemlich schnell. Da wird ja einem schon im Stand kotzübel.
So, dann gehen wir mal zu den explosiven Labyrinth. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was das ist, was das heißt. So, öffnen wir mal die Tür. Hier ist ein Fass, wie man sehen kann. Aber mal schauen. Jetzt gehen wir mal hier. Das ist auch ein Fass. Noch ein Fass. Muss ich? Hier ist ein Knopf. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Oha. Das sind schon hier so Spot-Guns. Ich bin schon gespannt. Oh oh. Da hat es den Ausgang schon weggefetzt. Aha, okay. Ja, interessant. Ein witziges Spielzeug. Hätte ruhig größer sein dürfen. Ich glaube, der Knalleffekt sollte auch größer sein. Aber die haben irgendwann mal die Explosion verringert. Und dadurch explodiert wahrscheinlich das ganze Ding nicht mehr weg. Also die Stärke der Explosion wurde ein bisschen verringert. Ich glaube, das ist der Grund, warum es das Bumm macht. Also nicht komplett wegpumpt. Aber schön. Kreative Idee. Warum eigentlich nicht? Klar. Geil. Okay. Liebe... warte mal. Na, ja, machen wir nächste Folge. Liebe Grüße an euch alle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es aber das Like da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.